Beim Vortragsstück 4, die melodische Studie, da könnt ihr euch am besten vorstellen, wie wenn ein Kind im Arm hin und her gewogen wird. Also wie ein Wiegenlied oder ein Schlaflied. Es soll also immer diese viertaktigen Bögen haben. Ihr könnt ein bisschen zum zweiten Takt hinspielen und wieder abnehmen. Dritte und vierte quasi immer diese Bögen machen. Zu eins, zu zwei und wieder abnehmen. Dritter, vierter Takt immer diese Bögen machen. Und wichtig, ihr sollt es so spielen, dass das Kind am besten nicht aufwacht dabei. Also muss es immer ganz weich und eher ruhig gehalten sein. So wie wenn ihr ein Kind im Arm wiegen würdet später mal.